Da stehen sie wieder, Alter. Da stehen sie wieder und zuppeln und zuppeln und zuppeln. Ich bin mal wieder hier mit den winzig kleinen Bollos unterwegs, allen. Und wir haben 17 Uhr Ingame-Zeit. Also es geht jetzt schön in die Nacht rein. Und das bedeutet, ab auf Güster. Also ihr Lieben, ihr seht schon hier, zuppelt schon überall was rum und bam, ist sogar schon was dran. Güster, ganz, ganz wildes Ding. Güster hat immer irgendwie eine ganz eigene Art und Weise zu beißen. Die machen immer so einen ollen Hebebiss. Das heißt, ihr seht das an der Pose, die geht eher hoch, anstatt dass sie runter geht. Hier auf 1. Zack, auch eine dran. Und das ist echt ein bisschen tricky. Alter, die sieht doch schon gut aus. Oh, Alter, genau die wollen wir haben. 400 noch was, kann sich doch schon gut sehen lassen, ey. Perfekt. Jetzt muss ich bloß aufpassen, dass ich hier mit der Posen nicht durcheinander komme. Die blaue ist, und geht schon wieder los hier. Zack, oh nee, das hier ist was anderes. Oh, zum Glück nicht gehakt, ey. Zum Glück nicht gehakt, wer weiß, was das war, ey. Stell mal vor, da geht irgendwie was richtig Fettes dran. Ich bin hier mit super feinem Setup unterwegs. Oh fuck, jetzt ist hier die 2 da hinten bei der 3. Das wird wieder ein Geraffel. So, jetzt ist er abgesunken. Die Stelle hier ist auch wirklich wild. Alter Falter, alter Falter. Geiles Dingen. Ich bin hier auf 2,15 Meter Tiefe. Also wirklich, wirklich tief. Unten im Gewässer. Das war jetzt gerade die 2. Und die hebt sich gerade schon wieder an. Zu spät. Ich habe die Einholgeschwindigkeit hier nicht hoch auf der. So, siehst du, grober Anfängerfehler. Aber auf der 1 sehe ich, zuppelt auch schon gerade wieder was. Zack, hin direkt auf die 1. Wir können uns das ja hier mal angucken. Einholgeschwindigkeit ist hoch, jawohl. Gleich wenn das Ding hochgeht. Na, komm. Hat schon, ne? War eigentlich schon. War schon oft genug oben. Also ran damit. Ja, oh, ist eine olle Brasse sogar dran. Guck mal da, Fake Biss, Fake. Ich habe den Spot hier ein bisschen angefüttert. Ich habe Güster-Mische reingeballert. Und zwar ziele ich hier genau, man sieht das jetzt noch so gut am Tag, genau quasi so, naja, ich sag mal so ein Stückchen unter, hier ist ja diese Spiegelung von dem Grünzeug im Wasser und so ein bisschen darunter, ihr seht ja auch, wo die Posen ungefähr stehen, so in diesem Bereich versuche ich hinzuballern mit den kleinen, feinen Bollos, die sich ja auch schon, das war zu spät, die sich ja auch schon am Windenbach bezahlt gemacht haben. Zip. Oh, jetzt muss ich aber echt bald aufpassen hier, alles kreuz und quer wieder. Ich habe die nicht geskillt, man merkt es sofort, deswegen fliegen die bei mir auch wirklich kreuz und quer. Aber hier links außen auf der 1 geht wieder was. Also Bollo oder Stippe nicht geskillt. Wenn ihr da natürlich Bock drauf habt auf Bollo Main, auf Pose Main, dann macht das natürlich Sinn. Oder hart am Stippen seid, dann macht das natürlich auch Sinn. Jetzt müssen wir ein bisschen drauf aufpassen. Wann geht er hoch? Wann zuppelt er richtig? Oder ist es auch nur ein Rotauge? Muss halt so richtig hochgehen, ne? Komm, einmal jetzt noch. Und ne. Na, war ich zu früh dran. Ist ein bisschen tricky, ne? Da ist die Laube oder der Frosch ist natürlich da deutlich angenehmer. Gerade ein Frosch, der zieht halt direkt ab. Easy. Aber, so, jetzt hat sie sich abgesenkt. 2,15 Meter Tiefe. Wir gehen gleich nochmal wieder auf Set ein. Aber 2,15 Meter Tiefe ist wirklich tief fürs Posenangeln. Und dazu kommt ja der Effekt, die Trägheit der Masse sozusagen, bis das alles... Ne, verdammt. Bis das richtig, also die Tiefe, bis das dann unten angekommen ist, der Hieb, ne? Ah. Dann braucht das schon mal ein bisschen. So, das ist jetzt da die 3 und die 1. Die 1, die guckt schon so hoch. Na, auch wieder nicht.
Ja, das wird mir noch ein paar Mal passieren hier. Das wird mir noch ein paar Mal passieren, bis ich jetzt so ein bisschen genau das Bissverhalten drauf habe von der ollen Güster. Bis man das dann richtig drauf hat. Aber ich denke, nach dieser einen Nacht hier hart auf Güster, dann werde ich es drauf haben wieder. Guck mal da, auf A1 geht es sofort wieder los, gerade ist ausgeworfen und ballert und zuppelt sofort wieder rum. Also jetzt nochmal gucken, ist hoch. Ne, hakt einfach nicht. Ihr alten Güsterangler, komm, verratet mal. Ich brauche immer noch die Güster als Trophy an der alten Festung zum Beispiel. Und jetzt hier am Moskito, am 4-Meter-Loch, soll das ja auch lüppen, das Ding. Deswegen wollte ich das mal testen. Güster ist natürlich auch immer wichtig fürs Fangbuch. Wenn man hier die Trophäen alle machen will, dann braucht man das. Ich glaube, das ist die 3, ne? Das war die 3, die ja gerade so abgeht. Ne, doch. Ne. War es die 2? Ne, war es auch nicht. Das ist die 1, verdammt. Alter, ich komme schon komplett durcheinander. Ich muss mir andere Posen holen hier. Unterschiedliche Posen. Sonst wird das nichts, ey. Oder nur mit 2 Posen. Ist vielleicht einfacher. Für den Anfang einfach nur mit 2 Routen hier. Eine links, eine rechts. Easy. Auch wieder nicht. Die ist jetzt ein bisschen runtergegangen. Das war es auf jeden Fall nicht. Ja, Güster, wie gesagt, im Fangbuch. Vielleicht einfach mal auch auf Grund probieren, ne? Vielleicht klappt das ja auch auf Grund. An der Stelle hier. Ne, auf die Entfernung. Schön Futterkorb und alle Sachen. Da ist schon wieder was dran. Und als Köder, gucken wir halt gleich nochmal rein, den ollen Mistwurm. Einfach nur der Mistwurm. Gehen wir mal eben rein hier in die Montage. Also, Bollo-Route. Ich habe hier, ich habe irgendeine dünne Schnur gebraucht, deswegen ist hier so eine Schwere drauf. Die ist natürlich viel zu fett. Die kleine winzige Bollo mit 0815 Rolle würde funktionieren, ne? Also hier, das ist ja die ganz günstige. Hier dann einfach nur eine Spark drauf machen. Man kann auch einfach mit der Monoschnur. Ich wollte hier ein bisschen auf Nummer sicher gehen, weil ich meine teuren Haken hier nicht loswerden will und die teuren Schnüre und alles. Deswegen habe ich mir gedacht, komm, haust du ein bisschen mehr Schnur drauf. Falls da mal was Dickes dran geht, kann ich das den dicken Fisch auch noch schön drillen hier. Gerade mit Mistwurm ist eben auch ein Köder, wo so einiges drauf einsteigen kann. Guter Allround-Köder. 10er Haken habe ich jetzt hier gerade an der Stelle. Sollte funktionieren. Vielleicht sogar ein 8er Haken. Gleich mal gucken. Die ersten Güster, die ich gefangen habe, waren ja tendenziell eher ein bisschen lütt. Eine große erst dabei. Deswegen ist da vielleicht auch noch Potenzial. Hier fehlt mir eine Pose, Alter. Ist da noch ein bisschen Luft nach oben? Ach, guck mal, wo ist die denn abgehauen? Und man könnte da vielleicht noch, wie gesagt, eine dickere. So, die ziehen wir jetzt mal so ein bisschen mehr mittig. Jetzt stehen sie wieder schön in Reihenfolge. Bügel wieder aufgemacht. Immer wichtig, schön hier beim Posenangeln den Bügel auf und zu machen. Denn, ja, dem Fisch erstmal die Chance geben, dass er abziehen kann, ne? Also mit K kann man den wieder öffnen. Und ja, die Chance geben, dass der abziehen kann, der Fisch. Und beim Aufheben verscheucht man dadurch dann natürlich auch nicht den Fisch, der da gerade dran rumzuppelt. Komm, dann gehen wir jetzt hier mal nochmal dran. Und jetzt mache ich gleich einfach nur kurbeln. Wenn er hochgeht. Wenn es richtig hochgeht, dann wird es gekurbelt. Jetzt. Ha! Siehste, geht doch. Es ist ein bisschen tricky. Ich sag es ja, es ist ein bisschen tricky. Güster muss man ein bisschen üben. Auf A2 war auch noch, auf A1 war auch noch einer. Ist eigentlich oben. Na, zu kurz. Ich muss das wirklich ein bisschen üben noch. Schwierig mit der Güster. Aber Güster durchaus ein Fisch, der sich eigentlich lohnt. Und ich muss gestehen, ich bin viel zu wenig auf der ollen Güster. Viel zu wenig. Ich bin auch ein bisschen bequem. Ich würde ja gerne auf Grund fangen, ne? Am Windenbach hast du dir ja ab und zu auf Grund.
Ich habe das Ding hier irgendwann, wann hatte ich das denn mal gefangen? Ich glaube, ich habe das hier sogar fürs Trophäenfangbuch, habe ich das Viech hier sogar noch am alten Gewässer gefangen. Aber wie gesagt, jetzt mit dem neuen Gewässer war mir auch lange kein Spot bekannt für Güster. Jetzt halt jetzt an der Stelle sieht es halt eben wirklich gut aus. Es wurden auch schon Trophys gefangen. Zack, siehst du, ging wieder richtig schön hoch. Also, der muss einfach, die olle Güster muss einfach richtig schön hochgehen. 315 Gramm Bream in Perfektion. 800 Gramm Trophy-Gewicht. Da ist also noch Luft nach oben. Ich werfe nochmal neu aus. So. Da ist nochmal Luft nach oben. Da geht noch einiges. Aber eben auch ein Fisch, der nachtaktiv ist. Da zieht gerade irgendwas ab. Da war keine Güster dran. Da ist gerade die Pose so weggewandert. Nachtaktiver Fisch, jetzt gerade auf der 3 in den Zuppler. Wenn es richtig hoch geht, ranhauen. Ah, doch noch nicht. Alter, ey. Das wird ja eine Ausbeute hier. Ich seh mich hier schon gleich. 20 Silber in einer halben Stunde, ey. So ungefähr. Ja, welchen nehme ich denn jetzt? Welchen nehme ich denn jetzt? Guck mal, da zieht es wieder ab. Auf der 1 links, ne? Also Posenangeln, ich muss ja, eigentlich ist es sexy, das Posen. Ich finde es gut. Also Stippe, ne? Guck mal da auf der 3. Auch nicht. Ich baller die jetzt alle an. Ah, da ist einer dran. Stippe, ne? Pose allgemein? Ja. Finde ich eigentlich ganz geil. Bam, nächste, sehr schön. Finde ich eigentlich ganz geil, weil es einfach, man hat so diese Spannung nochmal dabei, ne? Eigentlich ganz geil. Man kommt sich so ein bisschen vor wie so ein kleiner Lümmel, der da gerade schön, Alter, da geht auch voll was ab. Was geht denn hier ab? Das ist was anderes. Oh, siehst du? Nicht da hinten hingeworfen, sondern hier so ufernah. Oh, das ist die Trophy. Mach keinen Scheiß, Alter. Das wäre ja mal ein Zufall. Direkt eine Trophy, ey. Und dann läuft das Video noch. Wahrscheinlich eine olle Brasse. Komm. Komm, das ist doch eine olle Brasse. Schön auf dem Mistwurm. Ich würde ja fast sagen, das ist ein Aal. Aber es ist ein bisschen das verkehrte Gewässer hier. Oh, Alter, auf Aal könnte ich auch mal gehen. Alter, nicht dein Ernst. Das ist ein oller Schuppi? Nee. 2,7 Kilo Schuppenkarpfen, Alter. Na, jetzt ist es aber soweit, ey. Jetzt ist es soweit. Kein Problem. Schuppi gezogen, Alter. Schön. Den Schuppi auf 2,8er Microbraid. Beste Schnur, ey. Achso, ich habe die Microbraids zu Vorfächern gemacht, ne? Stand hier aber auch schon kurz mit 3,1er oder 3,2er Vorfächern, Fluorocarbon-Vorfächern, konnte man sich, glaube ich, kaufen. Also ruhig hier mit ganz feinem, zarten Setup dran gehen, wenn ihr Vorfächer herstellen könnt. Natürlich noch leichter. Es gibt, glaube ich, eine Challenge, ist es so, eine Qualifikation fürs Bollo-Match, fürs Stippen. Gibt es da nicht sowas, so eine Qualifikation? Fangen Sie eine Trophäe mit mindestens 500 Gramm. Ultralight-Ausrüstung. Kombination Monofil oder Fluoroschnur. Stärke von nicht mehr als 1,5. Diese Challenge, die kann man hier machen. Stufe 6 Stippqualifikation, Alter. Das ist aber schon ein anderes Level, ey. Aber kann man schaffen hiermit. Kann man durchaus schaffen. Aber ich mache das lieber entspannt hier. Schön, ich will ja nur die Güster. Das Stippen, da habe ich ja gar nicht so Bock drauf, ey. Schön hier gechillt. Die olle Güster, die olle Güster.
Ach, verdorrig, ey. Ja, aber ich bin echt gespannt, ob das ein bisschen lübt. Wäre eigentlich nicht so schlecht, ne? Wenn das denn so klappt. Wie gesagt, vom Kescher her. Naja, gut. Kann sich schon sehen lassen, ne? Kann sich doch eigentlich schon sehen lassen. Guck mal, da geht's wieder auf V1. Gerade erst rausgeschmissen. Zuppelte, glaube ich, gerade schon. Oder ist es jetzt die 3? Ich bin gerade komplett durcheinander, welche Pose wo steht. Ich muss mir dringend noch eine andere holen. Ich habe zweimal die gleiche. Das ist die 1. Ich glaube, die 2, genau, war die grüne. Das sind diese Leuchtposen. Naja, so richtig auch nicht, ne? Muss ich die erst anschalten, oder was? Ist der Akku alle? Über die ganzen Jahre? Hatten die nicht Beleuchtung? Die hatten noch Beleuchtung. Ah, ne, ohne. Ne, warte mal. Leuchtend? Ja. Vielleicht reflektieren die auch nur so ein bisschen. Da zuppelt aber was. Da zuppelt was. Komm, jetzt schön Hebebiss. Gönn dir. Ich muss ja gestehen, es würde mich ja wirklich reizen, hier hinzugehen mit 1,5 Kilo Fluoro. Fuck. 1,5 Kilo Fluoro würde mich reizen. Aber auch nicht auf der verdorrigten Stippe, sondern wirklich auf dem Setup. Vielleicht muss ich das nochmal testen. 1,5 Kilo Fluorocarbon Setup hier, das ist ja mega dünn. Beziehungsweise zum einen dünn, zum anderen von der Tragfähigkeit die Hölle, ey. Ist ja echt der Hammer. Wie willst du denn sowas rausziehen, ey? Und dann hast du da eine, jetzt überleg mal, 800 Gramm. 800 Gramm. Auch nicht gehakt. 800 Gramm Trophy da drauf. Alter. Okay, jetzt sind sie genau verkehrt rum aufgebaut. 1, 2, 3. Genau andersrum, wie sie hier stehen. Ach ja. Und auf der 2 geht was. Das ist doch nett. Auf der 2 zuppelt wieder einer rum. Ja, ja, ja. Ich weiß gar nicht. Also, ich ziehe hier noch ein bisschen was raus, würde ich sagen. Wir gucken da gleich mal rein. Aber letzten Endes, ne? Ich sag mal, guck mal, jetzt auf allen dreien sogar. Auf allen dreien. Welche bleibt am längsten oben? Die, da greife ich als erstes zu. Noch wird gezuppelt. Jetzt auf der 3 hier, ganz links. Da auf 1. Ja, das war der höchste. War die ganze Zeit einmal richtig hoch. Und sofort ran. Sehr gut, ey. Und es funktioniert. Wieder, warte mal. Jetzt machen wir mal eben Wechsel hier. Ich bin die ganze Zeit mit einem 10er unterwegs. Jetzt nehmen wir mal einen 8er Haken. Und Mistwurm. Wir wollen ja mal ein bisschen Speck an die Fische kriegen hier, ne? Das ist ja alles ganz nett. Das Gezuppel. Aber, wie ihr wisst, so eine Trophy, ne? Die schmeckt. Jetzt. Alter, ausgeworfen sofort. Auf H1. Das ist was anderes. Scheiße. Achterhaken. Und es geht was anderes rein. Das ist aber schlecht. Alter, was ist das? Eine Schleie oder was? Tatsache. Es ist auf Güster hier angefüttert. Der Spot müsste noch güstermäßig aktiv sein. Da war jetzt gerade. Da war gerade die Chance auf A2. Ne, versaut. Ach, witzig. Guck mal, der T-Clump, Alter. 3-4er Aal gezogen, der Lümmel, Alter. Hat sie immer noch alle wie wild auf die Aale aus sind, ey. Ihr macht mich fertig, ey. Wieder auf 1. Wieder auf 1. Da muss jetzt aber ein Hebebiss kommen. Komm schon, Alter. Ich muss hier nach unten gucken die ganze Zeit. Ich glaube, ich werde mal meinen Monitor umstellen. Ich glotze immer so weit nach unten. Yes, komm, fette Güster. Hat schon Schmackes, hat Gewicht, sieht gut aus. Alter, und ist ein bisschen schwerer geworden.
300er, 400er hatte ich sonst. Jetzt ist gerade eine 500er auf dem 8er Haken. Ist schon mal ein gutes Zeichen. Jetzt auf der 3 ist noch einer. Nehmen wir mal die 3. Komm, schön hoch mit der Pose. Gönn dir, Güster. Richtig fett anheben, das Ding. Das Blaue muss gut zu sehen sein. Und dann ist er auch dran. Sehr schön. Genau so, ey. Also, tricky, Leute. Ich kann euch sagen, tricky. Und wenn die dann auch noch verschwinden hier, die Fische, weil sie durch die Luft fliegen. Alter, wo ist der Fisch? Dann ist er... ah, 300 noch was. Auch hier haue ich jetzt mal eben den anderen Haken dran. Achterhaken. Auch da direkt wieder die Frage an euch, Güster Profi-Angler. Bitte gerne unten drunter schreiben, mit welchen Haken ihr auf Güster geht. Ich bin da viel zu selten drauf, auf den komischen Fisch. Die Güster. Aber ich glaube, die waren auch kohlemäßig. Gerade in dem Gewichtsbereich waren die gar nicht so schlecht. Wenn man mal so einen Kescher voll macht mit fetten Güstern, ey. Das kann sich echt sehen lassen. Da auf der 1. Die ist doch schon draußen. Fuck. Oder ich habe zu wenig weit ausgeworfen und es war Grundberührung. Dann steht die Pose natürlich auch raus. Ich glaube, das ist hier an der Stelle jetzt, so mit dieser Kante, ne, diese Spiegelung im Wasser, an der Kante quasi, da ist das genau ausjustiert, 2,15 Meter, so weit, weit tiefer geht es, glaube ich, nicht. Weil dann ist auch direkt wieder Grundberührung. Also wir schweben, glaube ich, knapp über dem Boden. Mit dem Köder. Zack. Yes, und gehakt. Jawohl. Auch wieder. Schönes Ding hier wieder auf dem Achterhaken. Ich wollte gerade sagen, ist das ein Döbel? Aber auch da, gewichtsmäßig. Wieder zurück zu den 300ern. Ich werfe ein bisschen weiter. Alter, dann habe ich ja bald schon meine... Wenn ich das hier noch ein paar Mal mache hier, dann habe ich ja bald meine 100% im Posen. Ey. Ich glaube 0,03 oder sowas fehlt mir noch. Also sehr wenig. Siehste? Bei der ein bisschen schwierig zu sehen. Ich glaube, ich muss mal vielleicht andere Posen nehmen. Bei der war es wirklich ein bisschen schwierig zu sehen hier, weil das eben schwarz ist unten. Also sucht euch schöne Posen aus, die gut nach oben steigen können. Das ist, glaube ich, schon die halbe Miete, ey. Wo man schön erkennen kann, wenn die nach oben kommen, wenn die nach oben gedrückt werden. Hier ist das rote Köpfchen jetzt zu sehen unten. Und wenn es unten schön blau ist, dann Anschlag. Also schnell einkurbeln, ne? Also mit Turbo, Shift gedrückt halten, 50er Einholgeschwindigkeit. Ich halte jetzt schon Shift gedrückt. Komm hoch, Alter. Komm, gönn dir. Jetzt weiß man auch, warum das mit so eine der schwierigsten Angelmethoden ist, Alter. Du brauchst wirklich massiv Geduld. Du machst einfach nicht so easy die Kohle, weil du halt so ein bisschen mehr Zeit brauchst. Nicht jeder Fisch, der dran zuppelt, ist sofort auch rausgezogen und so weiter und so weiter. Aber ich kann euch sagen, ich finde, es macht immer wieder Spaß. Also wirklich. Ab und zu mal schön auf Pose. Gerade wenn man halt hier so mit den winzigen Mikrobollos hier rumhantiert. Auch das ist geil. Aber auch später Match. Alter, ich liebe meine Matchrouten. Doppelköder Match. Ich könnte ja hier noch einen anderen Köder dran klatschen, fällt mir ein. Ich wüsste zwar gerade nicht was. Hier, Güster, ihr Güster-Freaks. Vielleicht mal runterschreiben. Was die olle Güster noch so frisst. Ah, Süßteig. Süßteig, glaube ich. Das ist doch auch noch. Aber ich muss sagen, Glück. Ich bin ganz zufrieden. Ey. Jetzt sind wir noch ein bisschen zurück. Bügel wieder auf, abstellen. Ich bin ganz zufrieden. Sieht doch gut aus, ey. So, halbe Stunde ist rum. Es zuppelt hier noch weiter. Ich könnte hier noch ein bisschen weiter stehen bleiben. Empfiehlt sich auch. Wir haben ja gerade erstmal 3 Uhr in der Nacht. Ich glaube, so bis 9 Uhr ungefähr lübt das Ganze. Aber wir gucken uns mal eben den Kescher an, was die kleinen Güster denn so an Kohle bringen. So, natürlich schauen wir als erstes mal kurz ins Café. Haben wir da die Güster drin? Tatsächlich, die kleinen Güster sind drin. Heißt also auch gar nicht so schlimm, wenn da ein paar Winzlinge mit bei sind. 5 Stück als
ob ich es geahnt hätte, 5 Stück rausgezogen. Auf 25 Silber. Das ist doch nett. Und dann haben wir hier noch, gehen wir mal kurz nur nach den Güstern. 37 Silber, also 3 bis 4 bis 5 Silber eine so eine Güster. Ja, ist okay. Kann man machen. Ist jetzt nicht der Burner, ne? 50 Silber jetzt in einer halben Stunde. Aber ich glaube, bei der Güster und bei dem Geangel hier geht es primär darum, dass man seinen Erfolg schafft, sein Achievement, seine Errungenschaft, beziehungsweise hier fürs Trophäenbuch Moskitosee, die olle Güster, die gar nicht drinne ist. Alter, ich werd weich. War die nicht mal da drin? Alles klar. Fangt einfach die Güster aus. Spaß aller, beziehungsweise für die Qualifikation. Da kann man das natürlich noch mitmachen. Petri Lümmels zieht raus die Brocken. Und ja, bis zum nächsten Mal.